Wenn man hört, was in einer Schule alles passieren kann, kann es einem den Atem verschlagen. So ist es auch Franziska Rüegg gegangen, wo sie für ein Bildungskonzept eine Umfrage unter Lehrpersonen lanciert hat. Ja, also ich bin gerade ein bisschen verschrocken, was in den Schulen alles so passieren kann. Also die haben von Fensterstürzen über diverse Brüche, über Löcher im Kopf, allergische Reaktionen, EPI-AV, wahnsinnig viel. Und ich bin mir schon bewusst gewesen, dass mit Kind viel passieren kann, aber es war dann so ein bisschen geballt gewesen. Das ist, ja, und die haben mir dann auch so gedacht, ich nehme an, so wie ich auch aus den Gesprächen herausgehört habe von Lehrpersonen, dass gleich eine gewisse Erwartungshaltung da ist von den Eltern, dass halt dann die Lehrer auch so Notfallsituationen einfach managen können. Auch Patricia Jäcki-Meyer, Schulleiterin von der Schule Gunzgen, kennt ein paar Szenarien. Gerade so Stuchverletzungen oder halt Schnitthund und so weiter. Unsere Kinder sind aktiv unterwegs und ja, dann passiert das halt. Wie gut sind Schulen und Lehrpersonen dann auf so Szenarien vorbereitet? Das ist auch in dieser Umfrage rausgekommen, ganz unterschiedlich. Es gibt solche, die sind sich schon ziemlich sicher, die sich vielleicht auch Privatrecht dafür interessiert, weil sie eben mit Kindern zu tun haben. Und dann gibt es solche, die sehr unsicher sind. Und wie so oft in der Schweiz, gibt es von Kanton zu Kanton massive Unterschiede. Es gibt Kantone, die sich dort schon intensiver damit befassen, die Empfehlungen rausgeben oder wo es den Lehrpersonen nahelegen, dass sie regelmässig Repetitionskurse machen sollen. Und in diesen Kantonen ist nichts vorhanden. Genauso wie es in diesen Schulen ein Notfallkonzept gibt oder wo Verpflichtung ist für gewisse Schulen. Und in diesen Kantonen haben sie das nicht. Im August 2023 haben sich darum rund 55 Lehrpersonen aus Rickenbach, Kappel und Gunzgen zu einem Erste-Hilfe-Kurs versammelt. Das war auf Wunsch der Lehrer, als wir mal eine Umfrage gemacht haben, was mögliche Weiterbildungen könnten sein. Es geht ja gerne etwas Notfall mit Kindern, dass wir dort gerüstet sind, um zu wissen, was machen oder was eben nicht machen. Und auf das aber haben wir geschaut, welche Anbieter für unsere Frage kommen, und dann sind wir aufs Nicht-Verkrieg. An 6 Workshops sind verschiedene Erste-Hilfe-Themen theoretisch und vor allem auch praktisch geübt worden. Super, super, kann ich weiterempfehlen. Sehr praxisnah. Man ist gerüstet für Notfall mit Kind. Es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ja, also ich habe das sehr gut empfehlen. Darf ich das noch besser drücken? Messen? Ja. Wir sind noch nicht alle, wir müssen noch schnell reden. Ist es denkbar, dass die Lehrer das Wissen jetzt auch an die Schüler weitergeben? Absolut. Die Grundidee wäre mal gewesen, dass man die Schüler oder auch die kleineren Kinder direkt könnte schulen. Aber das ist immer auch ein bisschen schwierig mit der Finanzierung. Und darum haben wir halt mehr Train-the-Trainer-Angebote und hoffen dann natürlich, dass es der ein oder andere Lehrer gibt, der das vielleicht mal in ein Jahresprogramm einbaut, dass sie so die Kinder sensibilisieren. Und das fängt ganz tief an, das fängt damit an, dass Kinder schon nur erkennen, was sie gewisse Emotionen, der hat Schmerzen, das können wahrnehmen, dass es jemandem nicht gut geht. Und das könnte man schon aufbauend machen. Wir haben ja nicht immer ein Lehrerteam, das im Hintergrund ist und kann helfen. Also sind wir ja oft von den anderen Kindern auch in einem Notfall. Und der macht Sinn, wenn die auch ein bisschen wissen, was zu tun ist, wenn der wirklich von einem Notfall eintritt. Wir machen da sowieso Erste-Hilfe-Kurs mit Kind und das mit etwas älteren Kind. Und ja, das ist wichtig fürs Leben, auch neben der Schule. Darum ja, gehört es dazu. Mehr zum Thema erfahrt Sie unter safety-security.ch.